Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute mal die Bilder Hosting Software Cevareto. Die könnt ihr euch kostenlos runterladen auf cevareto.com. Und im Gegensatz zu der anderen Software, die ich auf meinem Kanal schon vorgestellt habe, zum Beispiel Nextcloud oder FileRunner, wird einem hier kein Album präsentiert, in das man die Bilder dann hochladen kann, sondern man kommt direkt zur Upload-Funktion. Ich zeige euch das gleich in Ruhe, eins nach dem anderen. Schauen wir uns erstmal die Features an von Cevareto. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist responsiv. Es kann als Upload-Plugin für andere Software funktionieren, also zum Beispiel für Foren-Software wie PHP-BB oder SMF. Man lädt also hier im Portal seine Bilder hoch und kann die dann anderweitig zum Beispiel in irgendeinem Forum oder so einbinden. Man bekommt hierfür gleich auch sogenannte Embedding Codes zur Verfügung gestellt, die man dann einfach nur noch kopieren muss. Man kann mehrere Bilder auf einmal hochladen. Es gibt soziale Features wie die Facebook- und Twitter-Anbindung. Ist einfach einzurichten, das Ganze. Es gibt keine Lizenzen, die regelmäßig erneuert werden müssten. Man kann Kategorien anlegen und das Ganze für Suchmaschinen optimieren. Man kann mehrere Fotos auf einmal bearbeiten. Es werden bis zu 28 Sprachen unterstützt. Das Ganze wird regelmäßig weiterentwickelt und aktualisiert. Es gibt Privatdatenschutzeinstellungen, eine Administrationsoberfläche, Multi-Server-Support, das heißt, man kann das eben nicht nur auf dem eigenen Webspace laufen lassen, sondern auch in der Google Cloud oder in der Amazon Cloud, und man kann Geld mit Werbung verdienen, ebenfalls direkt eingebaut, die Funktion. Das Ganze läuft stabil, es ist schnell und leicht und hat bereits über 10.000 Nutzer. Hier finden wir noch die Full Features List. Die könnt ihr euch bei Gelegenheit mal selber durchlesen. Testen kann man das Ganze auch auf der Website. Es gibt eine Demo. Es gibt eine Forenfunktion, soweit ich weiß, Community. Und es gibt verschiedene Preise für die Software. Und unter anderem gibt es halt auch eine Open-Source-Variante, die kostenlos ist, die auch kostenlos bleibt. Und ihr seht hier nochmal die Unterschiede der Free-Version zur Paid-Version. Zum Ausprobieren tut es auf jeden Fall die Open-Source-Version. Man kann das Ganze hier runterladen. Und zwar hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Software zu installieren. Zum Beispiel per cPanel oder auch direkt auf dem PHP-Space mit einem Installer. Das ist eine einzelne PHP-Datei, die ladet ihr euch runter. Die sieht dann so aus. Diese einzelne Datei einfach per FTP auf dem Webspace hochladen, dann die Datei im Browser aufrufen. Dann werdet ihr nach Admin-Nutzernamen, nach dem Passwort sowie nach einer Datenbankverbindung gefragt. Die Datenbank muss natürlich vorher eingerichtet werden, und wenn ihr die paar wenigen Schritte der Installation durchlaufen habt, das geht so 5 Minuten etwa, dann findet ihr euch hier wieder auf eurer persönlichen Startseite. Das ist jetzt meine Installation. So sieht das Ganze aus, und im Moment ist es so eingestellt, dass halt auch Gäste Bilder hochladen können und nicht nur die Administration. Ich lade mal irgendwas hoch, einfach spaßeshalber, Upload, und so sieht das Ganze aus. Ich bin nicht angemeldet, ich habe das einfach als Gast jetzt gemacht, bekomme hier direkt die Embed Codes, die ich dann zum Beispiel eben in einem Forum oder auf einer Webseite einbinden kann, indem ich einfach hier den Code kopiere und per Copy und Paste dann wieder einfüge auf der gewünschten Webseite. So viel erstmal zur Grundfunktion von der Software. Wir können uns hier durch die
Bilder klicken mit Hilfe der Entdecken-Funktion. Wir können Bilder suchen, wir können den Zufallsmodus aktivieren. Das ist jetzt hier ein Vorschaubild inklusive Meta-Tags. Das kann man auch ausschalten in den Einstellungen, zeige ich euch gleich noch. Und das Vollbild können wir uns hier durch einen Klick anzeigen lassen, also in bester Auflösung das Ganze. Loggen wir uns mal ein, damit wir uns mal einen Überblick verschaffen können über die Administrationsfunktionen bzw. die Einstellungen. So sieht das Ganze aus, wenn man eingeloggt ist. Ich kann jetzt hier auf mein Profil klicken. Hier werden mir meine Bilder angezeigt, die ich auch sortieren kann. Außerdem kann ich jetzt hier ein Hintergrundbild hochladen. So kann ich mein Profil noch ein bisschen individualisieren, Profil bearbeiten. Ja, hier kann ich ein Nutzerbild hochladen. Ich kann meinen Namen ändern, eine Internetseite angeben oder etwas über mich erzählen. Passwort kann geändert werden. Das sind die persönlichen Einstellungen und dann gibt es noch die persönlichen Alben, wenn man denn welche hat. Und per Dashboard kommen wir dann zur Installation, zu den administrativen Einstellungen. Hier rechts gibt es noch über mit den Nutzungsbedingungen, den Datenschutzbestimmungen und dem Kontaktformular. Ja, hier sehen wir allgemeine Serverstatistiken. So einen Mega-Server habe ich nicht. Also ich behaupte mal, das funktioniert auf so jedem Hosting-Paket. Hier werden mir die Bilder insgesamt angezeigt, also nicht nur die eigenen, sondern alle hier im Portal. Wie gesagt, das sind die administrativen Einstellungen. Hier werden mir sämtliche Alben angezeigt, sämtliche Benutzer. Und hier kommen wir jetzt zu den relativ umfangreichen administrativen Einstellungen. Hier können wir den Namen der Internetseite angeben, einen Untertitel können wir angeben, eine Beschreibung. Wir können die Zeitzone ändern, wir können die Such-, Entdecken- und Zufallsfunktionen an- und ausschalten, auch speziell für Gäste. Wir können Likes und Follower aktivieren oder deaktivieren. Wir können den Modus der Internetseite ändern. Wir können hier also auch in einen Privatmodus gehen, sodass Gäste eben keine Bilder hochladen können. Und davon abgesehen können wir auch noch innerhalb der Community verschiedene Datenschutzeinstellungen hier angeben. Und wenn wir dann auf diesen Pfeil klicken, hier oben kommen wir zu den weiteren Einstellungen, nämlich zu den Listen. Das ist die Art und Weise, wie die Bilder beim Benutzer angezeigt werden. Wir können sagen, auf dem Handy wird zum Beispiel nur eine Spalte angezeigt, auf dem Desktop sind es sechs. Wir können auch sagen, wie viele Bilder überhaupt pro Seite angezeigt werden. Das alles unter Listen. Hier gibt es die Benutzereinstellungen. Hier können wir ein Mindestalter festlegen. Wir können die Registrierung für Benutzer, für öffentliche Benutzer überhaupt deaktivieren und aktivieren. Wir können einstellen, ob eine E-Mail zur Bestätigung verschickt wird, wie groß das Profilbild maximal sein darf und vieles mehr. Unter Theme können wir ein Farbschema festlegen. Wir können eigene Logos hochladen, Favicon-Dateien und möglicherweise auch Themes. Ich weiß nicht, ob es hier noch weitere Themes für gibt. Meines Wissens kann ich zumindest das einzige mitgelieferte Theme bearbeiten. Dann gibt es hier die Systemeinstellungen, Update-Suche, Code-Reduktion, Wartungsfunktion, PHP-Fehlerbericht. Unter Inhalt können wir ja angeben, wie mit freizügigen bzw. anstößigen Inhalten verfahren werden soll. Dann gibt es hier noch die erweiterten Einstellungen, rechtlicher Hinweis zu Cookies, Plugin, Route, Bild-Upload, welche Image-Formate sind möglich, ist der Upload überhaupt aktiviert, sind Gast-Uploads aktiviert,
werden Embed-Codes erzeugt, erlaube doppelte Uploads, Uploads mit Ablaufdatum. Wir können also auch sagen, dass die von Gästen hochgeladenen Dateien nach so und so vielen Stunden oder Tagen automatisch wieder gelöscht werden. Wir können Metadaten anzeigen oder auch nicht. Wir können die maximale Upload-Größe angeben, den Bildpfad, die Vorschaubildgröße, wir können ein Wasserzeichen einstellen. Dann gibt es hier die Option für die Zustimmungsmitteilung, bevor der Zugriff auf die Webseite erlaubt wird. Ihr kennt das, Cookie-Hinweis und so weiter. Hier können wir die Startseite einstellen. Da können wir eben auch ein eigenes Titelbild hochladen. Standardmäßig sieht die Seite ja so aus und dieses Titelbild können wir natürlich verändern. Logo, Grafik, Titel, Beschreibung, Call to Action, Button und so weiter. Das alles kann hier eingestellt werden. Routing, das hat was mit schönen URLs bzw. mit Suchmaschinenoptimierung zu tun. E-Mail-Adresse, Absenderadresse, PHP-Funktion für den E-Mail-Versand, IP-Sperren. Es gibt Werkzeuge, wo wir Benutzer exportieren können. Es gibt Seiten, die habe ich euch vorher gezeigt, die sind hier rechts verlinkt. Plugin Terms of Service und so weiter. Das findet sich auch auf der Startseite wieder. Und die einzelnen Seiten, die können wir hier einstellen. Zum Beispiel das Kontaktformular. Wir können hier auch neue Seiten hinzufügen und Seiten löschen, selbstverständlich. Kategorien können angelegt werden, sodass die Bilder direkt sinnvoll in Kategorien untergebracht werden können. Es gibt hier Spam-Schutzeinstellungen, die Möglichkeit Werbung zu schalten, allerdings das wieder nur in der Premium-Version. Hier kann man die Standardsprache einstellen, beziehungsweise auch welche Sprachen zusätzlich noch vom Programm unterstützt werden. Soziale Netzwerke ebenfalls nur in der Premium-Version und im Wesentlichen war es das. Das ist ein etwas anderes Konzept, um Bilder zu hosten. Ich finde das gar nicht schlecht, ist allerdings relativ viel Arbeit, das einzustellen und dann muss ich es erstmal testen im Betrieb, ob das Ganze stabil läuft. Ich wollte euch auf jeden Fall mal auf die Software hinweisen. Ich habe die durch Zufall irgendwo gefunden und ich finde, dass die einen ganz guten Eindruck macht. Lasst gerne mal eine Reaktion da und dann sehen wir uns in Kürze wieder in einem anderen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.